Offshore-Windkraft. Bundesnetzagentur versteigert für 12,6 Milliarden Euro erstmals Flächen für Offshore-Windparks. Die Bundesnetzagentur will den Großteil Erlöse zur Senkung der Stromkosten nutzen. In einem bahnbrechenden Schritt hat die Bundesnetzagentur erstmalig in ihrer Geschichte Flächen für Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee versteigert. Die Auktion brachte einen bemerkenswerten Erlös von 12,6 Milliarden Euro, eine Summe, die die zunehmende Attraktivität der Offshore-Windparks in Deutschland widerspiegelt. Angesichts der beständig steigenden Stromkosten in Deutschland hat die Bundesnetzagentur angekündigt, 90% des Auktionserlöses zur Senkung der Stromkosten einzusetzen. Diese Mittel sollen es ermöglichen, die Energiepreise für Verbraucher zu stabilisieren und zu reduzieren. Zusätzlich zu der Absicht, die Stromkosten zu senken, werden weitere 5% der Erlöse in die Förderung einer umweltschonenden Fischerei und in Meeresnaturschutz investiert. Allerdings bemerken Experten, dass dieser Erlös trotz seiner Größe im Vergleich zu den voraussichtlichen Gesamtkosten für den Netzausbau viel zu gering ist. Nach aktuellen Schätzungen dürfte sich der Ausbau der Netzinfrastruktur auf mehr als 100 Milliarden Euro belaufen. Da klafft eine kleine Lücke. Diese Windparks sollen dann bis zum Jahr 2030 in Betrieb genommen werden. Zwei der versteigerten Flächen gingen an das internationale Energieunternehmen BP, British Petroleum. Dies markiert den Einstieg des Unternehmens in den deutschen Offshore-Markt. Das Unternehmen kündigte an, sich zu einem integrierten Energieunternehmen entwickeln zu wollen. Die versteigerten Flächen bieten eine Leistung von bis zu 7000 Megawatt. Zum Vergleich, Ende 2022 waren in Deutschland 1500 Offshore-Windkraftanlagen mit einer Leistung von 8100 Megawatt in Betrieb. Mit der nun abgeschlossenen Auktion strebt die Bundesnetzagentur an, bis zum Jahr 2030 eine Gesamtleistung von 30.000 Megawatt aus Offshore-Windkraftanlagen zu generieren. Hoffentlich halten die Leitungen das aus. Schön, dass Sie dabei waren, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like, ein Kommentar. Wie sehen Sie die Energiewende? Können wir uns das leisten? Wird es uns das Genick brechen? Wird die Deindustrialisierung durch die hohen Energiepreise galoppieren? Oder wird sich alles normalisieren? Ihre Meinung ist sehr gefragt. Schreiben Sie mir in Ihren Kommentaren hier drunter. Ich bin sehr gespannt. Auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Dankeschön. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.